Hallo. In den letzten Tagen gingen durch die Medien einige Informationen über Lockerungen, was Gottesdienste angeht. Und sicherlich seid ihr auch interessiert daran, wie wir als TPH in den nächsten Wochen weitermachen werden. Und ich möchte euch gerne in die Gedanken, die wir uns als Leitungskreis der Gemeinde gemacht haben, mit hineinnehmen. Wir dürften weder vor noch nach dem Gottesdienst hier stehen und uns unterhalten. Die King's Kids, unser Kindergottesdienst, dürfte nicht stattfinden. Kaffee dürfen wir auch nicht ausschenken. Wie wir hier unter Einhaltung der Abstandsregeln Ton und Licht regeln sollen, ist nochmal eine andere Frage. Gemeinsam singen? Ist leider nicht. Und dann wäre die Frage nach dem Abstand halten und Mundschutz. Wahrscheinlich dürfte jemand hier sitzen und hier, dann wieder hier, hier und so weiter. Das Abendmahl müssten wir einzeln einpacken, das könntet ihr dann vorne am Eingang mitnehmen. Wir sind der Meinung, dass die Lockerungen, die für Gottesdienste mittlerweile bestehen, eher mit dem Blick auf die großen Kirchen getroffen wurden. Dass Gottesdienste oder Kirchen, Gemeinden wie der Treffpunkt Hoffnung mit eher kleinen Räumlichkeiten, wo eher mehr Menschen auf kleinerem Raum sind, dass es dafür nicht so viel Sinn macht momentan. Wir haben diese ganzen Dinge in unseren Herzen bewogen, wir haben darüber diskutiert und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir erstmal in der Art und Weise, wie wir momentan das gestalten, weitermachen wollen. Wir wollen weiterhin Predigten hochladen, wollen das mit Liedern umrahmen. Abends am Sonntag gibt es dann ein Treffen, wo wir das Abendmahl gemeinsam feiern im Videokonferenzraum. Da möchte ich dich auch herzlich zu einladen. Schreib mich an, wenn du dabei sein möchtest. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Wir erleben dort wirklich tiefe geistliche Momente. Genauso wie unter der Woche um 18.30 Uhr im Videokonferenzraum, wo wir uns jeden Abend zum Gebet treffen. Wir würden uns so freuen, wenn wir am Sonntag zusammen Gottesdienst hier feiern könnten, aber wir sehen es als nicht sinnvoll an und glauben, dass der Zeitpunkt momentan für uns als Treffpunkt Hoffnung noch nicht gekommen ist. Wir treffen uns aber in kürzeren Intervallen als Leitungskreis und beobachten ziemlich genau, was da so entschieden wird und wie das uns vielleicht auch betreffen könnte, was das vielleicht für uns bedeuten würde und werden euch auf dem Laufenden halten. Wir freuen uns schon riesig darauf, wenn dann wieder Gottesdienst möglich ist, wenn wir Gemeinschaft haben können, wenn wir gemeinsam singen können, wenn die King's Kids wieder stattfinden können. Und ich hoffe, dass ihr bis dahin es aushaltet, dass ihr Gott spürt in dieser Situation, wie er euch durchträgt. Und ich freue mich wirklich darauf, euch alle dann wiederzusehen und dass wir hier gemeinsam Gott ehren und preisen können für das, was er in dieser Krise getan hat, wie er uns durchgetragen hat, wie er uns versorgt hat und wie wir große Dinge mit ihm erlebt haben und auch in den nächsten Monaten erleben werden. Tschüss!